Joachim Löw setzt für die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande auf einen jungen Kader. Die erste Elf des Bundestrainers bringt aber schon sehr viel internationale Erfahrung mit. 5 Spieler sind in Topform, 3 Akteure sind in Normalform. Um 3 Spieler seiner Startelf muss sich Löw allerdings Sorgen machen. Focus Online macht den Formcheck der DFB-Leistungsträger. In der Champions League traf Leroy Sané in den beiden Achtelfinalspielen gegen Schalke 2-mal, gab zudem 3 Vorlagen. Sanés Tempo-Dribblings sind für Verein und Nationalmannschaft eine echte Waffe. Aktuelle Form 90%. In Leverkusen zeigt Julian Brandts Formkurve unter dem neuen Trainer Peter Bosch deutlich nach oben. In den 9 Bundesligaspielen seit der Winterpause erzielte Brandt 3 Tore und gab 7 Vorlagen. Aktuelle Form 90%. Marco Reus erzielte am vergangenen Spieltag gegen Hertha BSC unter den Augen von Jogi Löw den 3:2-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Mit seiner Spielintelligenz, Dynamik und Torgefährlichkeit ist er auch im DFB-Team immens wichtig. Aktuelle Form 85%. In Topform befinden sich auch 2 Bayern-Spieler, denen Löw eine Führungsrolle im DFB-Team zutraut. Joshua Kimmich zeigte sich gegen Wolfsburg und Mainz spielfreudig und kreativ. Leon Goretzka besticht im Verein seit der Winterpause mit seiner Torgefährlichkeit. Im DFB-Team werden Kimmich und Goretzka wohl gemeinsam im Mittelfeld spielen. Ihre aktuelle Form? 80%. Nach der DFB-Ausbotung von Mats Hummels und Jerome Boateng drängt Niklas Süle noch mehr ins Rampenlicht. Im Verein spielt Süle aktuell konstant. Das Champions League aus gegen Liverpool konnte er nicht verhindern. Aktuelle Form? 70%. Neben Süle hat Chelseas Innenverteidiger Antonio Rüdiger wohl die besten Chancen auf einen Startplatz in Löws Innenverteidigung. Rüdiger spielte zuletzt wechselhaft in der Premier League. Sein Verein durchlebt gerade eine Formkrise. Aktuelle Form 60%. Timo Werner ist auch mangels Alternativen die Nummer 1 in der Sturmspitze der Nationalmannschaft. Seit der Winterpause konnte Werner im Verein allerdings nicht glänzen, was auch an einer hartnäckigen Erkältung lag. Auf Schalke meldete sich der 23-Jährige am vergangenen Spieltag mit seinem Siegtor zum 1:0 eindrucksvoll zurück. Aktuelle Form 60%. Löws größter Sorgenfall ist sein Kapitän. Manuel Neuer ist plötzlich umstritten. Wenn Löw im Tor nach reinem Leistungsprinzip aufstellen will, müsste er dem formstarken Marc-André Ter Stegen den Vorzug geben. Neuers Fehler gegen Liverpool kostete Bayern womöglich das Weiterkommen in der Champions League. Aktuelle Form 40%. Toni Kroos ist einer der wenigen Weltstars in Löws jungem DFB-Kader. Der Achter besticht in der Nationalmannschaft meist durch Ruhe, Struktur und Eleganz. Aktuell ist von Kroos Qualitäten im Verein aber sehr wenig zu sehen. Die spanischen Medien bemängeln bei Kroos fehlende Körpersprache, Torgefährlichkeit und Kreativität. Aktuelle Form 30%. Der dritte Innenverteidiger, der wohl von Anfang an spielen wird, ist Thilo Kehrer. Im Champions League Achtelfinale zwischen PSG und Manchester United führte ein Kehrer-Fehler allerdings zum Gegentor. In der Ligue 1 verursacht Kehrer zudem immer wieder Elfmeter gegen PSG. Aktuelle Form 30%.